Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Moinsen. Moinsen. Was ist denn mit dir los? Ja, hallo von mir, hier ist der Erik. Ja, moin heißt das doch, oder? Moinsen. Ja, moinsen ist halt nochmal so richtig einen drauf. Slang. Slang, ja. Meine Güte. Moin, moin. Das kann ja jetzt doch. Hallöle, besser. Der Ulle kann das jetzt sagen. Moin. Ja. Aber hier reden wir ein bisschen über Filme. Wir haben in der Sneak Preview einen Film gehabt, den. Einer hat es getippt. Und zwar hatten wir in der Sneak Preview den Film Vergiftete Wahrheit von Todd Haynes mit Mark Ruffalo. Anne Hathaway, Tim Robbins hat auch noch eine kleine Rolle mit. Und Eine wichtige Rolle. Ja, aber keine sehr prominente Rolle in dem Film, sondern eher eine Nebenrolle. Und es geht darum, Mark Ruffalo ist bei so einer Anwaltskanzlei in Cincinnati, Ohio. Und eines Tages stehen bei ihm, das ist so eine, ja, wie man so von Ally McBeal oder so kennt, hier so eine richtige große Anwaltskanzlei mit vielen Namen, die wichtige Kunden haben und so. Und da kommen plötzlich mal zwei Farmer zu ihm ins Büro, mehr oder weniger unangekündigt, und wollen ihn sprechen und sagen, ja, seine Oma hat ihm den Namen gegeben von ihm, er wäre Anwalt, er könnte sich darum kümmern, was sie für ein Problem haben. Und sie haben eine Box voll mit Videokassetten, wo sie Sachen aufgenommen haben, dass nämlich ihre Tiere, die haben so eine Kuhfarm, immer krank werden und sterben und irgendwelche komischen Ekzeme und Abszesse haben und die Organe auch irgendwie krank werden. Und der Farmer vermutet, dass das was mit der nahegelegenen Chemiefabrik zu tun hat, die aber gemäß der Aussage der Umweltbehörde wohl absolut konform zu den Umweltrichtlinien arbeitet. Ja. Und er hat es aber selber dokumentiert über viele Jahre, eben auch auf Video aufgenommen, wie die Tiere sich verändert haben, wie es immer schlimmer geworden ist. Die Tiere sind nach und nach gestorben. Und die auch durchgedreht haben, ne? Ja, das kam auch noch mit dazu, dass die dann ein bisschen blem-blem geworden sind. Und ja, der Mark Ruffalo, der ist in dieser Anwaltskanzlei und hat erstmal da keinen Bock, sich so richtig darum zu kümmern. Und als er dann mal seine Oma besucht in diesem kleinen Ort da in West Virginia. Da, West Virginia! Ja, das war schön. Ne? Mama! Da sagt sie ihm auch, ja, den kenne ich und den kennst du sogar auch, weil da hast du, als du klein warst, auf der Farm auch gespielt, und zeigt ihm Fotos und so. Und dann fährt er doch mal zu dem Farmer hin und erfährt ein bisschen mehr. Er kann das alles nicht so richtig glauben, denkt sich, okay, ich besorge mal hier die Unterlagen von der Behörde und guck mal, was die da getestet haben und was da genau dahinter steckt, nur um den Farmer zu beruhigen, dass halt eben nichts mit der Chemiefabrik zu tun hat. Aber irgendwie hat er so ein komisches Gefühl im Schwabenland, sagt man, das hat ein bisschen Geschmäckle. Und er fängt dann, arbeitet sich da rein in den Fall und muss natürlich sein Chef von der Anwaltskanzlei, gespielt von Tim Robbins, dann auch irgendwie überzeugen, dass er die an diesem Fall arbeiten darf. Er will halt erstmal keine Stundensätze nehmen von dem Farmer, weil der halt kaum was hat, sondern er will halt quasi auf einer Erfolgshonorarbasis an dem Fall arbeiten, was natürlich bedeutet, dass die Anwaltskanzlei die ganzen Kosten erstmal vorschießt für die ganzen Ermittlungssachen, was da alles passiert. Und das Prekäre ist noch mit, dass die Anwaltskanzlei eigentlich sehr viele Kunden in der Chemiebranche hat. Jetzt diesen Kunden, DuPont, haben sie nicht, aber alle möglichen anderen. Das heißt, sie haben in der Branche eigentlich einen ganz guten Ruf und stehen da auch ganz gut da, bekommen da viele Kunden auf Mundpropaganda-Basis. Und das könnte halt dann zu einem Problem werden, wenn sie jetzt plötzlich mal einen aus, eine Krähe hakt ja der anderen kein Auge aus, wenn sie da plötzlich mal gegen einen aus der Clique da aktiv werden. Und Mark Ruffalo lernt dann auf einer Veranstaltung auch mal den Chef von DuPont kennen und sagt dann mal so, hey, können Sie mir das nicht mal schicken und so, dass ich den Farmer mal beruhigen kann. Und er verspricht ihm das dann auch zuzuschicken. Und
ja, stellt dann aber doch ein paar Sachen fest, die da irgendwie ein bisschen unrund sind und muss dann auch mit sich überlegen und mit seinem Chef überlegen, ob sie das ganze Ding angehen oder nicht. Und sie beschließen dann aber, das doch anzugehen und daraus wird dann ein sehr, sehr langer Rechtsstreit, der uns ganz gut nahegebracht wird, wie der sich entwickelt. Fand es eine sehr, sehr positive Überraschung, der Film in der Sneak Preview. Also sowas kann man ja sehr langweilig darstellen, aber ich fand, das war hier zum einen extrem gut gespielt von allen beteiligten Personen und die Story war auch sehr interessant und treibend. Ja, kann ich so unterzeichnen. Mhm. Also war schon, wenn man allein auf das Line-Up schaut, wenn es ein Film sich leisten kann, quasi Anne Hathaway in eine Nebenrolle zu packen, dann weißt du, okay, das Projekt muss schon was Gutes eigentlich mit sich bringen. Dazu ist das ja wirklich basierend auf einer wahren Geschichte. Also ist jetzt nicht so, dass es komplett frei erfunden ist, sondern tatsächlich auch so größtenteils wohl auch passiert ist und auch immer noch läuft. Darf man auch nicht vergessen. Und das dann schon, ja, es deckt, das ist so Geschichten, die einfach das Leben schreibt, wie halt immer. Es wird wirklich aufgedeckt, so wie es tatsächlich abläuft, welche Macht die Industrie hat und wie man dann tatsächlich auch auf die Gesundheit oder auf Menschenleben dann einfach auch mal, auf gut Deutsch sagt, einfach mal drauf scheißt. Kann ich nicht anders sagen. Und das wird da sehr, sehr krass und sehr, sehr gut dargestellt. Also auch wie halt auf Dingsen, auf die Natur oder halt auf den Bauern und auf die Kühe und so, der drauf geschissen wird. Das ist echt hart. Das ist teilweise echt schon so, wo man dran hockt, so, puh, alles klar. Was ich auch extrem krass fand, war der Hund von dem Bauern, der ja auch so Male hat, die ganze, das sieht so arg, der tut mir so leid, der Hund. Mhm. Und der Film spielt brutal mit Gefühlen und auch einfach mit dem ganzen, ja, also das mit diesem Perspektivwechsel, der ja Rob Billett da, also der Anwalt da auch hat, für mich eine der richtig, richtig starken Szenen, die kommt schon relativ zu Beginn, ist, wo Mark Ruffalo dranhockt mit Anne Hathaway, mit seiner Frau und sie sagt, hey, du bist völlig besessen jetzt und hör doch auf mit dem Zeug und das funktioniert dann, Dingsen, dass sich hinhockt und sagt, hey, pass auf, ich erklär's dir jetzt und wenn du danach sagst, lass es, höre ich auch wirklich damit auf. Und als er ihr da alles erklärt, was da abgeht und was weiß ich was, und das kommt nach, was ist das, halbe Stunde nach dem Film oder sowas? Oder halbe, ja, nach Beginn. Ja. Ja, es kommt ungefähr hin. Und dann entwickelt sich das noch so mehr und so alles und ich finde das so stark. Also wie gesagt, für mich ist das so eine richtig starke Szene, einfach zu sagen, alles klar, ich setze mich hin und du sagst mir jetzt, ob ich verrückt bin und aufhören soll oder du sagst mir jetzt, nee, das ist richtig, was du machst und die Richtung stimmt und mach bitte da weiter. Und einfach da dieses auch zurückversichern und er zieht sich ja schon sehr zurück in seine Welt und ja, die ganzen Rollen, also Phil Donnelly, gespielt von Victor Garber, finde ich auch geil besetzt, der einfach so am Anfang noch so voll freundlich und bla 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 und dann hinten raus so voll der Arsch einfach wird. Bill Pullman als Harry Ditzler, genial. Der vor Gericht, absolut genial, absolutes Highlight. Ja. Also hab ich wirklich sehr gefeiert und ich muss allerdings auch sagen, ich hatte einmal ein brutal ungutes Gefühl und zwar in der Szene in der Tiefgarage und das ungute Gefühl rührt einfach daher, dass ich bei Filmen, wo Tim Robbins mitspielt, Tiefgaragen immer sehr, sehr argwöhnisch betrachte. Weißt du, wo das herrührt, Erik? Nee, aus welchem Film? Arlington Road. Ah, okay, ja. Deswegen, also das ist, wie ich finde, ein brutal starker Film, Arlington Road, den kann man echt mal empfehlen, jedem, also wer den noch nicht gesehen hat, ich finde den saugeil von 1999 und ich glaube auch, der ist relativ ordentlich gealtert, also der ist jetzt 20 Jahre, 21 Jahre alt, aber ich glaube, den kann man auf jeden Fall nochmal anschauen, weil die Thematik echt immer noch aktuell ist und ja, deswegen habe ich da so ein bisschen Bauchwehgefühl und einfach die ganze Entwicklung in diesem Film, in Vergiftete Wahrheit, diese 2 Stunden, also 2 Stunden kam es mir wirklich nicht vor, weil du fieberst dann doch irgendwann mit und du siehst die Entwicklung der Figuren und oh, das ist so gut gemacht teilweise, also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Einfach die ganze Geschichte und auch nicht so hoppla die hopp erzählt, sondern es hätte auch nach einer Dreiviertelstunde hätte der Film eigentlich rum sein können
aber dadurch, dass halt diese Weiterbohrung von Rob Billet weiter vorangetrieben wird, dass das immer weiter geschaut wird und immer noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und immer mehr ans Tageslicht kommt und immer andere Geschichten dann noch aufploppen, die dann auch ganz gut beleuchtet werden. Also es wird nicht irgendwie abgekanzelt oder übermäßig erzählt, sondern ich finde, die werden genau richtig erklärt. Du weißt dann, okay, dessen das passiert, finde ich geil. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wenn Mark Ruffalo sich aufregt, dass er grün wird, aber das ist Gott sei Dank nicht passiert. Aber ansonsten, also ganz starkes Stück Film. Ja, was ich auch hier so gut fand, war, dass halt wirklich der Film bewegt was im Zuschauer, dass man, weil man denkt halt selber nach, so, bin ich da jetzt betroffen? Also wir können ja sagen, also es ist ja jetzt kein Geheimnis, so der ganz am Anfang, also die Firma DuPont stellt nämlich dort den Grundstoff her für die Teflon-Beschichtung von Pfannen. Ja. Und das ist also was Ähnliches, was heute immer noch verwendet wird. Deswegen, und da geht es halt auch um die Gesundheitsgefährdung von diesem Teflon, was ja momentan immer noch überall verkauft wird. Ja, das ist ja, die Pfannen gibt es ja noch. Ne? Man muss halt. Ja, wir haben doch auch erfahren, nach dem Film haben wir doch erfahren, wird immer noch in der Chemiebranche eingesetzt. Ja, genau. Also man kann ja auch immer noch Teflon-Pfannen kaufen oder beschichtete Pfannen. Deswegen, ja. Eigentlich müsste da wie bei Zigaretten irgendwie so ein Hinweis drauf oder zumindest eine sehr genaue Anleitung, was man damit machen sollte und was man nicht machen sollte. Also zum Beispiel jetzt nicht volle Kanne die Hitze andrehen auf dem Herd und ja, dann wirklich so, dass er fast rot glüht oder so, sondern weil dann lösen sich dann Teile und auch schon gar nicht mit irgendwelchen Metallbesteck oder irgendwas drin rumkratzen, sondern wirklich nur mit Plastiksachen oder Holzlöffel drin rum, dass man ja nicht die Beschichtung beschädigt. Und wenn die Beschichtung beschädigt ist, wir hatten letztens so einen Fall, da dann wirklich sofort, egal was die kostet, weg. Wenn es an irgendeiner Stelle. Ja. Und deswegen, also gerade, man macht sich dann halt doch Gedanken und man hat von dem Fall an sich hier in Deutschland, ja, habe ich jetzt eigentlich fast nichts mitbekommen gehabt. Und deswegen finde ich es auch immer gut, wenn das dann mal so aufgearbeitet wird in so einem Film oder in einer Dokumentation. Und dass die Leute wieder den Fall ein bisschen ins Bewusstsein gerufen bekommen. Denn die gerade so große Firmen, die machen halt doch schon viel Scheiß und versuchen das dann mit geeigneten PR-Maßnahmen irgendwie wieder glatt zu bügeln oder die Aufmerksamkeit der Bürger in eine andere Richtung zu lenken. Und deswegen ist immer ganz gut, wenn dann mal so ein Film kommt, der dann mal wieder ein bisschen einen Fokus drauf richtet, und das macht der Film hier. Und das fand ich sehr, sehr, sehr gut. Also dass er diese Barriere zwischen dem Film und dem Zuschauer durchbrochen hat, weil sich jeder Gedanken macht, okay, weil da fallen ja dann ein paar Aussagen, wo man sagt, okay, wahrscheinlich habe ich auch schon was davon, ja, und weil die sagen ja auch so und so viel Prozent. Und ja, dann die Darsteller auch extrem gut und das natürlich auch mal diese, ja, wenn man an das Gute im Menschen glaubt, ist halt auch immer schön, wenn du siehst, okay, es gibt jetzt nicht nur diese Arschloch-Anwälte, sondern auch die wirklich mal so einen Fall erkennen und sagen, ich kümmere mich darum, weil hier ist eine große Sauerei am Laufen und ich, egal wie das jetzt für meine Karriere ausgeht oder irgendwas, ich hänge mich da rein. Es ist schön zu sehen, dass es auch sowas gibt und dass gerade die Leute, ja, die wahrscheinlich dann nicht so sehr im Rampenlicht stehen, weil die natürlich auch von der Gegenseite dann die PR-Maßnahmen, die laufen ja dann, sondern dass man dann so jemand mal so ein Denkmal setzt, ja, solchen Personen, finde ich sehr gut. Mhm. Definitiv, ja. Ansonsten komplett auch runde Sache eigentlich. Sneak Preview, extrem gelungener Film für die Sneak Preview. Wir hatten, vielleicht könnt ihr euch erinnern, als ich jetzt den Originaltitel gelesen habe, ist mir eingefallen, wir hatten auch schon mal den Trailer besprochen. Ist schon eine ganze Weile her, Dark Waters. Also, daran erinnere ich mich. Absolute Empfehlung von mir. Also von mir kriegt er sogar 9 Punkte, weil ich glaube, ich möchte ihn auch nochmal gucken. Und ich fand ihn auch sehr, sehr gut gedreht. Und auch so das war halt alles sehr, sehr glaubhaft, was da so drin war. Da war jetzt, wahrscheinlich hält sich es auch sehr nah an der Realität. Ja, ich gebe ihm 8 Punkte und auf jeden Fall auch eine Weiterempfehlung. Auch top. Absolut. Top, top, top. Mal gucken, was haben die anderen so geschrieben, was ist so es die... Pendelt zwischen 7 und 10. Ja, also schlechter als 7 war ja keine 7, auch nur eine Person hier. Ja, und so 8, 9 ist absolut die Mehrheit. 8, 9, einer sogar 10, also wenn wir mal die Top- und die schlechteste Wertung mal wegstreichen, pendelt es zwischen 8 und 9 Punkten.
Deswegen alle, die uns jetzt hören, die auch gerne in die Sneak Preview gehen, ich drücke euch die Daumen, dass ihr den Film auch mal bekommt. Und glaube ich eher nicht, weil der läuft ja schon am Donnerstag an. Ah, okay. Das habe ich jetzt noch gar nicht im Blick gehabt, aber gut. Siehst du mal, ich bin vorbereitet. Dann habt ihr leider Pech, es sei denn, ihr habt noch bis zum Donnerstag einen Sneak. Das kann natürlich noch sein. Das kann ja sein. Ja. Ich glaube, Reutlingen hat ja morgen, die haben wir, glaube ich, parallel zu unserer irgendwie montags. Vielleicht haben die Glück. Und wie lautet denn der Tipp für morgen, für unsere Sneak, Chris? Für die nächste Sneak, das ist dann die Sneak Nummer 1061 am 5. Oktober, also wir starten in den Oktober, mit dem Tipp, wenn die Männer aus dem Haus sind. Ah, und Kate, ist da schon was eingegangen? Ja, es gibt einen Tipp von Martin, der schreibt Mrs. Taylor's Singing Club. Mhm. Ich gucke jetzt gerade mal, ob man dazu was findet. Ja. Ja. Dip. Ich nehme mal an, das ist ein Chor für Mädchen oder so, schätze ich mal. Singing Club. Es sind erwachsene Frauen, soweit ich das hier sehe. Der Feel-Good-Film des Jahres. Okay. Na, es klingt ja nicht mal schlecht für einen Montag in der Sneak Preview. Feel-Good-Film. Nicht so wie der letztens mit der Krebskranken. Oh, Erik. Ich versuche gerade rauszufinden, um was es da geht. Ich kann es euch sagen, aber... Ja, dann sag doch mal. Rein äußerlich könnte die Offiziersgattin Kate Taylor nichts erschüttern. Egal in welchem Kriegsgebiet ihr Mann Richard gerade sein Leben aufs Spiel setzt, sie überspielt die Sorge um ihn stets mit einem Lächeln. Um die Frauen dabei zu helfen, auf andere Gedanken zu kommen, hat die Armee auf dem Stützpunkt eine Freizeitgruppe eingerichtet. Doch da sitzen und Tee trinken war noch nie nach Kates Geschmack. Stattdessen tritt sie lieber mit dem Chor von Lisa, oder tritt sie dem Chor von Lisa bei, aber die Leiterin kann mit Kate und ihrer Stimme nicht viel anfangen. So, darum geht's. Soll ich noch weitererzählen? Nö. Außerdem, das hätte ich auch vorlesen können. Klingt ja wie, wie Glee meets Mash oder sowas. Eine Dramedy. Auch fast 2 Stunden. So, gespannt. Okay. Also Feel Good Film des Jahres klang besser als die Beschreibung gerade. Stand da. Ja. Na, mal gucken. Aber, apropos gucken, wir haben ja noch andere Filme gesehen. Heimkino. Ihr habt den Rezensionsfilm auch noch geschaut, The Postcard Killings. Wer möchte den gerne vorstellen? Vorgestellt hast du ihn ja schon. Quasi. Ja, vielleicht mal kurz zusammenfassen noch, dass die Leute die letzte Folge noch nicht gehört haben. Mal kurz. Was? Letzte Folge nicht gehört? Was ist da los? Das mach mal. Immer ich. Ja, klar, ich habe nachher noch einen anderen Film. Ah ja, okay. Also, Jeffrey Dean Morgan in der Hauptrolle, ehemaliger Cop, oder ist er noch Cop? Ehemaliger der Cop. Der ist noch, ne? Cop. Nee, er ist noch Cop, aber nur noch Detective oder nicht mehr Captain. Er ist Detective in den USA. Ja, genau, Detective in den USA, kommt nach Europa, wo seine Tochter auf grausame Art und Weise umgebracht wurde, zusammen mit ihrem Freund, Lover, Ehemann, als eine Skulptur quasi hingestellt. Und was sie noch hatten, waren eine Postkarte, wo irgendwie eine komische Ankündigung drauf stand. Und es stellt sich heraus, dass da Serienmörder am Werk sind, oder eine Serienmörderin oder ein Serienmörder oder ein Serienmörder, lass es mal ganz offen, die eben solche hauptsächlich Paare in Skulpturen darstellt und das auf ziemlich grausame Weise und ausgeblutet komplett und immer halt wieder mit Postkarten angekündigt. Und Jeffrey Dean Morgan macht sich dann quasi auf die Suche zusammen mit der europäischen Polizei, um eben diese Täter zu schnappen. War das korrekt zusammengefasst? Auch in aller Kürze? Auch kein Feelgood-Film. Nee, auch kein Feelgood-Film. Nicht ganz wirklich. Und der Erik hat ihn ja letzte Woche schon vorgestellt. Das heißt, für alle, die wo letzte Woche die Folge nicht gehört haben, erstmal Shame, Shame, Shame. Und das unbedingt nachholen. Er bespricht das da auf jeden Fall etwas ausführlicher und wahrscheinlich besser wie ich jetzt. Ich fand den aber ganz cool, den Film, muss ich sagen. Also von der Geschichte her war es ganz cool erzählt. Es war relativ düster alles gehalten. Es war relativ, ich fühlte mich etwas unbehaglich in manchen Situationen einfach. Und wenn das ein Film auslöst, ist es meistens ein gutes Zeichen. Und zwar nicht unbehaglich aufgrund der schauspielerischen Leistung, sondern wirklich aufgrund der Umsetzung und des Themas. Weil es einfach so, okay, nicht so geil. Muss ich mal spoilerfrei fragen. Hat der Film euch auch zunächst auf die falsche Fährte geführt?
Oder ganz am Anfang, meinst du? Ganz am Anfang, jetzt weiß ich nicht, ob das... Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, okay. Ganz kurz. Okay. Ich glaube, ich weiß auch, was du meinst. Und ja. 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 Mehr sage ich dazu nicht, ich sag nur ja. Ja, ja, gut. Ich bin ehrlich gesagt enttäuscht. What? Oh. Ja, weil, also ich fand die Geschichte cool, also die Grundstory dahinter, die Besetzung super, aber er ist eindeutig zu lang. Er hat zu viele Längen und das Ende hat mich enttäuscht. Das Ende hat dich enttäuscht. Okay, da muss ich echt ein bisschen widersprechen. Das Ende hat mich nämlich nicht enttäuscht, das Ende fand ich eigentlich ganz cool. Aus Gründen, die jetzt leider spoilern würden. Deswegen fand ich das Ende ganz cool. Die Längen, ja, ab und an könnte man vielleicht ein bisschen Zeit sparen, aber das würde dann, glaube ich, dem Film zu viel Tempo reinhauen, was ihm insgesamt nicht gut tun würde. Ja, ich fand es auch so von der Ermittlung her. Ich fand auch schön, wie das so wirklich die europäischen Länder da ihre eigene Stimmung hatten und so. Habt ihr es im Original geguckt auch? Oder? Nee. Ja, da weiß ich nicht, wie es... Also im Original war es halt so, dass der Joachim Kroll, der spricht halt auch viel Deutsch. Und das wird dann halt irgendwie untertitelt auf Englisch. Und fand ich schon sehr angenehm. Und auch die anderen, die Schweden waren es, glaube ich, die haben dann so mit schwedischem Akzent und so. Das fand ich sehr authentisch. Ich hatte es ja zuerst, hatte ich glaube ich erzählt, letzte Woche auf Deutsch angefangen. Da hat es mir nicht gefallen. Und dann habe ich umgeschaltet, da hat es mir deutlich besser gefallen. Weil ich auch irgendwie die Stimme von Jeffrey Dean Morgan im Englisch gewöhnt bin. Okay. Ich finde, der nuschelt so. Ja, aber das ist halt so dem seine Art. Ja, ja, ich weiß. Hm. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Also von euch. Ich gebe ihm, also eigentlich wollte ich ihm 5 Punkte geben, aber ich gebe ihm 6, weil ich einfach Jeffrey Dean Morgan sehr verehre. Er ist ein geiler Mann. Deswegen gibt es 6 Punkte. Ich gebe ihm 7 Punkte, weil ich fand den echt cool. Jetzt gucke ich gerade mal, was ich da gegeben hatte letzte Woche. Aha, hier haben wir es. Postgrad 2, 4, 6, 7,5 habe ich gegeben. Da habe ich noch mit die beste Bewertung gegeben. Und ich war nicht der es eigentlich sehen wollte. Okay. Aber so ist es manchmal bei solchen Überraschungsfilmen. Ein Film, den ich auch irgendwie, als der im Kino lief, eigentlich, ja, wollte ich jetzt nicht ins Kino gehen, den wollte ich mir vormerken für zu Hause, ist der Film Freies Land. Und den habe ich jetzt auf Amazon Prime entdeckt gehabt. Der lief auch letztens zufällig im Fernsehen, da ist mir das aufgefallen, da habe ich mir geguckt, ach, der läuft ja auch auf Prime. Ist ein Film von Christian Alward, den ich ja als Regisseur sehr mag. Der hat ja zum Beispiel Abgeschnitten gemacht, den hatten wir auch letztens besprochen. Der hat die Serie Slow Burn gemacht, die ich zuletzt gesehen habe, Dogs of Berlin gemacht. Und ja, Steig nicht aus, den hatten wir in der Sneak Preview, fand ich ziemlich gut. Pandorum, Antikörper, großartiger Film. Und in Freies Land geht es darum, dass kurz nach der Maueröffnung gibt es ein paar oder verschwinden einige Mädchen in so einem Dorf und die Polizei in der, ja, ich glaube, weiß gar nicht, ob das noch DDR ist oder ob das schon dann nach der Vereinigung, ach nee, 92 ist das genau, also war das schon dann nach der Wiedervereinigung. Und die ostdeutsche Polizei bekommt eben einen westdeutschen Kommissar, Detektiv zu Hilfe bei diesem Fall, weil die völlig überfordert sind mit so einem Fall, weil sowas in Anführungszeichen gab es ja in der DDR nicht. Und genau, da muss jemand aus dem Westen zur Hilfe kommen. Ne? Und die zwei sind dann so dieses typische, ja, nicht so, na, eigentlich nicht typisch, nee, so Buddy-Movie, also die verstehen sich erstmal gar nicht so richtig und der ostdeutsche Kommissar, der hat auch noch eine ziemlich üble Geschichte, was dem alles so angehängt wird, was da zu DDR-Zeiten alles passiert sein soll und sie versuchen halt da gemeinsam an dem Strang zu ziehen in dieser ganzen Nachwendephase, wo eben dann auch so ein Thema aufkommt, wie dass jetzt plötzlich mal irgendwelche Bildreporter da an dem Tatort sind und Fotos machen und die dürfen das auch, ja, die dürfen nicht einfach weggescheucht werden und solche Geschichten wegen Pressefreiheit und das kommt halt alles dazu. Dazu noch so die Befragung von den Leuten, diese ganze depressive Grundstimmung, die damals geherrscht hat, weil eben dann viele Betriebe geschlossen wurden, Arbeitslosigkeit, viele junge Leute sind weggezogen aus ihren
Städten und Gemeinden, wo sie gelebt haben, um eben in Großstädten irgendwie Arbeit zu finden oder Ausbildung zu machen. Gepaart damit, dass eben ja viele Kriminelle auch so dieses Spiel, wie sie entdeckt haben, diese Anarchie, die teilweise so ein bisschen geherrscht hat, zu sagen, okay, wenn ich da jetzt irgendwie jemand umbringen will, da fällt das irgendwie überhaupt keinem auf, oder da sind viele, die sind überhaupt noch nicht erfahren in irgendwelchen Dingen, was da alles so Schlimmes passieren kann. Und ja, in diesem ganzen Umfeld wird dort halt ermittelt, und diese zwei Schwestern, die da verschwunden sind, werden dann auch teilweise so Spuren gefunden und denen wird dann nachgegangen. Und das Netz zieht sich immer weiter zu und auch die Kommissare geraten auch immer mehr in Gefahr deswegen, und mehr will ich mal nicht verraten. Ich fand es extrem spannend. Ich mag ja auch die Christian Albert, die Erzählung, die er macht bei dem Til Schweiger Tatort hier, Chiller of Duty, da hat er ein bisschen daneben gegriffen, aber sonst hat er eigentlich eine astreine Regisseur-Vita, ne? Und da mag ich eigentlich fast alles, was er so gemacht hat, auch wie er so die Personen darstellt. Das sind jetzt nicht so diese typischen irgendwie Hollywood-Abziehbilder, die er da versucht nach Deutschland zu transportieren, sondern das sind wirklich Personen so mit Ecken und Kanten und die auch ja ziemlich glaubwürdig sind. Und da sind auch wieder viele Darsteller dabei, die man so noch nicht in irgendwelchen prominenten Rollen gesehen hat, die aber sehr, sehr gut funktionieren in dem, was sie darstellen und auch sehr glaubwürdig sind. Also kann ich echt empfehlen, den Film Freies Land. Gibt's auf Amazon Prime. Von mir 7 Punkte. Ein sehr, sehr guter Krimi. Jetzt hatten wir gerade Postcard-Killings, wo Leute umgebracht werden. Freies Land auch. Dann, ja, wer jetzt sich mal den düsteren Herbstabend mit einem düsteren Krimi verbringen will, schaut mal Freies Land. So, Kate hat noch einen sich hier. Der hat noch, glaube ich, schon mal besprochen. Genau, ich habe den jetzt auch, ich habe gesehen, dass ihr den besprochen habt in den letzten, in einer der letzten Ausgaben. Und ich habe den zwischenzeitlich auch geguckt und wollte noch kurz meinen Senf dazugeben. Es geht um den Netflix-Film Project Power. Kurz zusammengefasst, es geht um eine Pille, die man aktiviert und einwirft, um dann für 5 Minuten eine bestimmte Fähigkeit zu haben. Ja, also quasi Superheld oder ja, mächtig zu sein für 5 Minuten. Das Problem ist, nicht jeder Mensch bekommt die gleiche Fähigkeit oder man kann sich es auch nicht aussuchen. Das heißt, man kann auch an eine schlechte Fähigkeit gelangen, an der man vielleicht sogar selber stirbt oder andere umbringt oder irgendwas. Und deswegen ist das Ganze nicht ganz geheuer und wird quasi auf dem Schwarzmarkt vertrieben. Macht auch süchtig, weil man sich ja dann mächtig fühlt und stark fühlt. Und ein junger Polizist, der das auch heimlich konsumiert, wird da in diese ganze Geschichte mit reingezogen. Denk, ihr habt das ausreichend besprochen. Noch mit dabei sind Jamie Foxx und Joseph Gordon-Levitt. Film hat mich extrem unterhalten. Ich glaube, dir hat er auch ganz gut gefallen, Erik, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Ja. Der war mal was anderes. Ich fand auch das junge Mädchen, was da mit dabei ist, fand ich echt gut gecastet. Story, mal was anderes. Die Fähigkeiten, die da so rauskamen, waren auch extrem interessant, fand ich. Rundum ein cooler Film, der mal nicht immer nur Superhelden zeigt. Würde ja, ich 8 ja Punkte geben. Fast Superhelden, ne? Eigentlich. Fast. Ja, fast, aber nicht alle. Ja. Es sind ja auch böse dabei. Aber ziemlich üble ja, Splatter-Szenen teilweise. Ja, drin. Ja. Ja aber ähnlich wie bei The Boys. Ja. Das ist auch aber mal ganz gut. Echt unterhaltsam. Ich weiß nicht, Christoph, hast du ihn noch nicht geguckt, oder? Ich habe ihn noch nicht geguckt, ne. Nee. Guck ihn mal an, ich glaube, der könnte dir gefallen. Okay. Wohnt ihr nicht mehr zusammen? Ihr könnt doch auch mal sowas zusammen gucken hier. Naja, der Chris, der arbeitet. Ach so, und die Kate, okay. Die arbeitet nicht. Hm. Deswegen gucke ich andere okay. Sachen und mehr als er. Ja, Chris, jetzt hast du schon zweimal gehört, dass das Ding ganz, ganz nett ist zum Gucken. Jetzt guck das auch mal. Jawohl. Wenn du Zeit hast, ja. Ja, Joseph Gordon-Levitt spielt das auch irgendwie ganz cool. Ja, der macht das ganz geil. Ja. Ich habe noch was geguckt. 24 mal 36.
Das ist doch eine Doku, oder? Genau, hatte ich mir aufgenommen gehabt auf Sky, lief das mal irgendwann mittendrin. Dachte ich, okay, was ist denn das? Und der Zusatztitel ist irgendwie, oh Gott, jetzt habe ich den Zusatztitel nicht hier. Der Zusatztitel ist so sinngemäß irgendwie die Welt in Filmpostern oder so. Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob das stimmt. A movie about movie posters. Genau, a movie about movie posters. Und das hat mich natürlich gereizt, ne? Und hab das mal geschaut. Und da ging es zuerst um diese, in Anführungszeichen, alten Filmposter, ich sag mal, die jeder kennt, die ihr auch kennt, so Indiana Jones, die Goonies und so, die damals so gemalt wurden, ja, die richtig schön gemalt wurden. Und wo es teilweise auch so große gab und verschiedene Formate, die dann in den Kinos ausgehängt wurden, resultierte ja aus einer Zeit, wo die Filme noch teilweise schwarz-weiß waren, wo gesagt wurde, okay, wir brauchen aber irgendwas Buntes hier, um die Leute ins Kino zu ziehen. Und teilweise wurden damals auch so auf den Filmpostern Sachen gezeigt, die vielleicht im Film gar nicht so richtig gegangen wären. Ja, so irgendwelche Raumschiffe oder sowas, die schön detailliert dargestellt, was dann im Film vielleicht eher ein bisschen cheesy aussah. Und dann gab es eine Phase, so Ende der 80er, Anfang der 90er, wo einfach diese gemalten Filmposter nach und nach verschwunden sind, wo gesagt wurde, okay, die Leute, wenn die ein gemaltes Filmposter sehen, dann denken die, es handelt sich um einen animierten Film und wir wollen aber den Leuten zeigen hier was. Und dann gab es diese tausendmal die gleichen Filmposter, wo irgendwie so ein Gesicht drauf ist, was in der einen Hälfte so in die Dunkelheit abgleitet. Und da gibt es ja auch diverse Tumblr und Pinterest-Seiten, die sich nur damit beschäftigen, Filmposter, die sich alle ähnlich aussehen, immer das Gleiche, so schwebende Köpfe und sowas, alles fotografiert, Photoshop. Das heißt, die Filmmaler, die Filmposterzeichner, haben dann einfach nichts mehr zu tun gehabt. Und bis dann wiederum so eine ganze Künstlergilde entstanden ist, die Filmposter selbst gezeichnet haben für klassische Filme, die ihren ganz eigenen Stil hatten, die teilweise Kunstwerke geworden sind, die in Galerien hängen. Und das beleuchtet halt dieser ganze Film. Ich fand das total spannend, total interessant. Auch so die Art und Weise, wie teilweise, was da erläutert wurde, zum Beispiel wollte, wie heißt der Hellboy gemacht hat hier, der, mal kurz gucken, Hellboy, der Regisseur, da jemand nicht, nee, Hellboy, jetzt habe ich den letzten, na egal, wie heißt der Comiczeichner und so. Na, ihr seid keine Hilfe. Okay, also der wollte eigentlich... Dazu müsste ich dir zuhören, Erik, das ist das Problem. Okay, dann nicht. Ich gebe 9 Punkte für die Doku, der nächste bitte. Ach, Chris, du bist gemein. Soll ich weitermachen? Ja, mach mit deinem weiter. Ich frage, Mike Mignola? Kate, mach mit deinem weiter. Jetzt ist er beleidigt. Der Hellboy-Erfinder Mike Mignola. Aber... Okay. Ich habe einen Film geguckt, der ist auf Netflix erschienen. Das ist eine Dokumentation, die nennt sich American Murder und dann Doppelpunkt die Bilderbuchfamilie. Ist ein Dokumentationsfilm und dieser Dokumentationsfilm ist anders als andere. Und das ist, deswegen fand ich ihn auch gut und deswegen möchte ich auch kurz drüber sprechen. Der Film handelt über das Verschwinden von Shanna Watts und ihren beiden Töchtern im Jahr 2018 in den USA, im Bundesstaat Colorado. Das Örtchen hieß Frederick. Und dieser Film wird ausschließlich mit Heimvideos, Polizeiaufnahmen, Polizeibodycams und Privatvideos gemacht. Es gibt keine Szene, in der jemand da sitzt und ein Interview gibt oder ähnliches. Ja? Es gibt keine eingesprochenen Szenen. Es gibt nur Fakten, Videos, so wie sie bestehen. Posts auf Facebook, wo die Frau irgendwelche Videos gepostet hat mit ihren Kindern. Die Aufnahmen der Bodycams von der Untersuchung im Haus, Befragung des Ehemanns etc. Das ist alles Originalaufnahmen plus Einspielung von Unterhaltungen per WhatsApp oder halt irgendein Messenger, die dann halt
in Bilder eingefügt werden. Und das macht diese Dokumentation extrem interessant, weil eben diese ganze, ich erzähle das jetzt aus meiner Sichtweise, fehlt. Also es gibt keine Interviewparts. Ist es dann noch schlüssig? Ist das irgendwie chronologisch erzählt oder so? Ja, ja, oder, es ist oder wie weiß man denn, um was es da überhaupt geht dann? Genau, es ist chronologisch erzählt. Es geht quasi los, dass ein Polizist mit seiner Bodycam, die anhat, an dem Haus der Familie ankommt, wo die Nachbarin, die hat die Polizei gerufen oder die Freundin von der Shannon, hat die Polizei gerufen und damit geht es eben los mit diesem Ankommen an dem Haus und diese Unterhaltung, die während, ja, vor dem Haus stattfindet. Und er wird halt nach und nach über diese ganzen Posts und Videos und Erzählungen und erklärt, was da passiert. Und zwar, dass sie verschwunden ist, dass sie ihre Kinder mitgenommen hat. Und dann auch teilweise erkennt man Ermittlungsarbeit, die Polizei gemacht hat, indem man hat dann den Mann im Verhörraum und dieses Video wird dann halt gezeigt, wie der verhört wird. Und da erkennt man, ohne dass es gesagt wird, auch Verhörtechniken. Ja. Und das macht diese Dokumentation, finde ich, extrem spannend. Und was dann am Ende rauskommt, was mit dieser Frau passiert ist und mit ihren Kindern, ist dadurch, dass es eine wahre Geschichte ist und dass es ja eben keine Geschichte ist, sondern dass es Wahrheit ist, so grausam. Das ist, es wird, man hat zwischendurch während dem Film eigene Theorien, was passiert sein könnte und was dann wirklich passiert ist. Also ich bin nicht drauf gekommen. Ich hatte einen Verdacht, aber ich hätte nie gedacht, dass es so passiert ist. Und das ist richtig gut gemacht. Also, wenn es von diesen American Murder noch weitere Filme gibt, weil das ist ja jetzt quasi mit dem Untertitel die Bilderbuchfamilie, vielleicht kommen dann noch weitere, werden solche Taten oder solche Ereignisse, die wir hier in Deutschland kaum mitbekommen, vielleicht wird da noch mehr kommen. Und das fände ich sehr interessant. Erschreckend das ist, was da so passiert, was den Menschen vorgeht. Ich finde es tatsächlich extrem interessant. Ist das nicht ein bisschen sehr voyeuristisch oder sowas, wenn man sich da... Ich weiß nicht, ich überlege gerade, ob mich das zu einem schlechten Menschen macht, wenn ich solche Sachen interessant finde. nein, es ist nicht voyeuristisch. Es ist ja keine versteckte Kamera, die da irgendwas aufzeichnet. Aber es ist irgendwas passiert und man schaut sich dann halt quasi irgendwelche Social-Media-Einträge und irgendwelche Home-Videos von denen nochmal an und sowas. Ja, aber ich weiß die nicht, haben wenn mir ja was gemacht. Passieren würde, würde ich nicht wollen, dass da jemand eine Doku dann drüber macht und meine letzten Tage dann irgendwie auf... Das muss ja die Familie dieser betroffenen Person entscheiden und das hat die Familie der betroffenen Person entschieden. Weil, also wenn du den Film angeguckt hast, wirst du vielleicht verstehen, warum. Es ist nämlich eben nicht alles toll und es sieht nicht immer nach außen alles so aus, wie es scheint. Und das war vielleicht der Knackpunkt der Familie, dass sie gesagt haben, sie machen diesen Film oder lassen diesen Film machen, um die Geschichte ihrer Tochter zu erzählen. Klingt aber trotzdem irgendwie interessant. Also ich glaube, ich gucke da mal rein. Das ist ja der Knackpunkt, wo ich sage, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, weil ich sowas toll, also nicht toll, aber gut finde? Weil ich sowas interessant finde, mir sowas anzugucken? Also solche True-Crime-Sachen, die sind ja allgemein immer ganz interessant, wenn ein echter Fall dahinter steckt. Und gerade Netflix hier mit Making a Murder und sowas, die haben wir da ganz schön vorgelegt. Ja. Wobei auch da, das war auch eine super Serie, allerdings eben mit diesen Interview-Parts, wo dann halt jemand aus seiner Sichtweise was erzählt. Und das fehlt halt diesem Film. Und das finde ich gut. Weil du hörst dir nicht die Meinung von jemand anderem in einem Interview an, sondern du siehst die Bilder, die bewegten Bilder, du siehst die Originalaufnahmen und kannst deine eigenen Schlüsse draus ziehen. Ja, ist aber ja auch selektiv, ne, was sie da für Bilder nehmen. Also da steckt ja dann auch eine Message dahinter, ne, je nachdem, was da genommen wird und wie es geschnitten ist. Und so. Guck's dir an und sag's mir dann. Ja, aber um die Frage noch zu beantworten, ob dich das zu einem schlechten Menschen macht, weil du das anschaust. Ja. Tut mir schrecklich leid. Und Erik, wenn du das auch anschaust, macht dich das genauso zu einem schlechten Menschen. Ich habe auch Gesichter des Todes geschaut. Mich schreckt hier nichts mehr. Ja, allein dein Interesse daran, das zu sehen, macht dich auch schon. Okay. Also, ihr seid beides schlechte Menschen, möchte ich hier kurz festhalten.
Ja, ich gebe diesem Film tatsächlich auch 8 Punkte, weil er einfach mal anders ist als andere True Crime Stories. Okay. Dann sind wir schon mit den gesehenen Sachen soweit durch. Dann gucken wir mal, was Neues anläuft. Vielleicht ist da was Cooles dabei, was uns ins Kino zieht. Kinocharts und Neustarts. In den Charts, auf Platz 5, die Misswahl. Der Beginn einer Revolution. Lief auch mal das nie. Ich muss da immer so ein bisschen schmunzeln, ob da was anläuft, was uns ins Kino zieht. Ja, Tenet, ne? Ups 2, Land in Sicht, ist auf Platz 4. Ups 2, da wäre ich übrigens fast reingegangen. Gott, du kannst ein Arsch sein, läuft an. Ein Film mit Til Schweiger und Heike Makatsch. Dann haben wir noch Jim Knopf und die wilde 13 auf Platz 2. Ah, würde mich theoretisch sogar auch interessieren, weil den vorherigen Teil, den fand ich auch sehr gut. Ja, und Tenet immer noch Platz 1 in Stuttgart. Und was läuft denn an? Gleich mal gucken hier. Jetzt sind wir ja schon beim 8. Oktober. Es ist zu deinem Besten mit Heiner Lauterbach, Jürgen Vogel und Hilmi Sützer. Mit dem Heiner. Hatte glaube ich, letzte Woche jemand getippt gehabt für die Sneak Preview, wenn ich mich da recht erinnere. Das kann sein, ja. Stab ist jetzt der deutsche Feelgood-Komödie. Nach dem spanischen Erfolg sind El Portubien. Viel gut, da haben wir schon wieder das Wort. Eine Frau mit berauschenden Talenten, den hat man in der Sneak. Französische Komödie mit Isabelle Huppert als bankrotte Dame, die sich mit Drogendeals ein gutes Sümmchen verdient. Ja, Train to Busan 2 läuft auch an mit dem deutschen Titel Peninsula. Ganz ehrlich, Erik, ganz ehrlich, du hast auch Penis gelesen, oder? Nee. Hab ich nicht. Ich hab gelesen Penisula und hab gedacht, läuft da ein Porno? Aber... Peninsula. Peninsula. Im Original heißt er nämlich auch Train to Busan 2 Peninsula. Ja. Und, warum haben wir den noch nicht gesehen? Weil der erst anläuft. Am 8. Oktober. Anläuft. Stimmt. Und der Erik hat keine Rezensionsliste gehört. Wir reden über die Neustadt. Es läuft auch noch an. Achso, ich bin ja gar nicht dran. Du bist dran. Ja, danke. Mach doch. Willst du alles fertig machen? Nee, mach du. Vergiftete Wahrheit läuft an. Der soll ganz gut sein, habe ich gehört. Wahres Justizdrama, in der ein Anwalt für 70.000 Anwohner gegen einen Chemiekonzern antritt und damit einen globalen Skandal auslöst. Ich sag nur Teflon. Miller meets Moses läuft auch an. Den hatten wir in der Sneak Preview und haben den in der letzten Woche besprochen. Definitiv kein Feel-Good-Film, aber ja, vielleicht interessiert das doch den einen oder die andere. Oder dann schaut euch den mal an. Über ein junges Mädchen, was an Krebs erkrankt und eine Therapie dann macht, hier Chemotherapie. Und da einen jungen Mann kennenlernt, der eigentlich ein totaler Slacker ist, der aber irgendwie den Mut zum Leben wieder zurückgibt. Kurz und schmerzlos hast du übersprungen. Spannende Buddy-Movie um drei gegensätzliche Freunde zwischen Sozialdrama, Komödie, Thriller und Tragödie. Von Fatih Akin mit Mehmet Kurtulus, Alexander Jovanovic, Adam Buzdokus und weiteren. Achso, ich bin bei filmstarts.de, da kommt das erst als nächstes. Kann dann. Ich ja dafür. Zombie Child läuft da an. Zombie, aber nur mit einem I. Die jugendliche Fanny geht auf eine Eliteschule der Ehrenlegion in der Nähe von Paris. Sie nimmt ihre Schulpflichten sehr ernst. Dennoch lässt sie sich zu einem nächtlichen Treffen mit ihren Klassenkameradinnen im Kunstraum des Internats hinreisen. Sie wird schnell in den Kreis der nachtaktiven Mädchen aufgenommen. Die jungen Frauen interessieren sich besonders für Voodoo-Rituale, die in Melissas aus Haiti stammender Familie seit Generationen praktiziert werden. Als Fanny von ihrem Freund verlassen wird, sucht sie bei Melissas Tante nach magischer Hilfe. Alles klar. So, ich glaube, der Rest ist eher Doku und sowas. Bis auf der türkische Film. Ahmet İki Gözüm. Biopic über den türkisch-kurdischen Sänger Ahmet Kaya, der aufgrund seiner kritischen Aussagen nach Frankreich flüchten musste. Ein Drama. Bei Filmstarts gibt es hier noch einen, der heißt I Miss You. Ein Drama aus den USA. Nach dem Suizid seines homosexuellen Sohnes Gabriel reist der wohlhabende und religiöse Roche von Bolivien nach New York, um dort nach Antworten zu suchen. Roche. Ja. Ich hoffe, ich habe es nicht ausgesprochen. Steht da Jorge. Ich denke mal, das wird Roche. Nee, das ist Dani Rojas. Dani Rojas. Fußball ist unser Leben. Hey, Trainer, Fußball ist unser Leben. Da hast du doch noch einen kleinen Hinweis. Wollen wir das mal vorziehen? Dann sag mal deinen Hinweis zu Dani Rojas. Fußball von unser Leben.
Steht hier drin. Ich habe einen kleinen Hinweis, Ted Lasso. Ach so. Nein, der Chris hat Ted Lasso drin stehen, nicht ich. Ach so. Ja, dann machen wir das später. Verrutscht. Also, erstmal ganz kurz zu den News hier. Ich dachte, das gehört zusammen. Nein. Mann. News. Wir haben ja schon eben über Train to Busan 2 gesprochen. Es gab ja einen koreanischen Film, der sogar erfolgreicher war als der vierte Avengers-Film im eigenen Land. Das war nämlich Extreme Job. Den haben wir auch besprochen. Der hat den deutschen Zusatztitel The Spicy Chicken Police. Und da kam jetzt gerade die News raus, dass der Film ein US-Remake bekommen wird. Und da bin ich ja mal gespannt drauf, das steht hier in der News noch nicht drin, wer da irgendwelche Rollen spielt, aber ja, könnte ziemlich abgefahren sein. Ja, aber brauche ich da wirklich ein Remake von? Also ich erinnere an ziemlich beste Freunde und auch an hier Starbucks. Brauche ich keine Remakes von. Fand ich das Original einfach gut. Ja, aber was weiß ich. Hier, ich weiß nicht, ich finde das, das ist ja eine Komödie, da ziemlich beste Freunde war ja eher so tragisch, Tragikomödie, aber hier ist so ein bisschen klamaukig. Hey, keine Arme, keine Schokolade. Ja, hier ist ja eher so ein bisschen so eine klamaukige Cop-Komödie, wenn da die richtigen Leute mitspielen, das könnte schon sehr lustig sein, glaube ich. Wenn da das richtige Team, das ist ja dann das Schöne, da hast du ja dann so eine ganze Gang, die dann irgendwie, wenn da gescheite Nebenrollen besetzt sind oder so, ey, dann glaube ich, könnte es richtig gut werden. Ja, ja, glaube ich auch. Und du hast noch was zu Borat 2? wer hätte es gedacht? Wir hatten es ja vor kurzem erst noch mit hier, da wurde irgendwas von Borat gesichtet und schlag mich tot und hasst mich auch. Und ja, in der Tat, es kommt Borat Teil 2 am 23. Oktober auf Amazon Prime. Und hat jemand den Trailer gesehen außer mir? Nee, ich habe Trailer. Gibt es da einen Trailer? Ich habe nur da gibt's die Trailer, die überall rumgehen. Leck oh mio. Es ist. Ja, natürlich. Ja, ich fand es jetzt schon einfach völlig, völlig Panne. Ich zoome mal. Das ist einfach unfassbar gut. Ach, hier ist er sogar. Ich sehe ja sogar den Trailer hier. Muss ich mich jetzt outen? Du hast den ersten nicht gesehen. Ich habe Borat gesehen. Nee. Aber ich glaube, das ist auch nicht mein Humor, oder, Chris? Ah. Ja, das ist okay, aber schade übrigens, das ist heute die letzte Folge, wo Kate hier in diesem Podcast mitspielt. solche Leute, die... Meine Schwester. Solche Perlen der Filmgeschichte. Beste Prostituierte von Dorf. Nee, also... Ja, nein, Borat 2, wäre gespannt. Der erste war schon extrem... Ich glaube, ich habe auch diesen anderen gesehen hier, wo er diesen Diktator spielt, so, der war ja furchtbar, der Film... Ja. Und hat aber auch seine guten Szenen. Also. Ja, aber zu wenige. Da waren so viele drin, wo einfach Ausschaltimpulse. Dann den, wo er diesen Modezar spielt, da. Aber ich glaube, Borat ist so echt neben Ali G in the House, ist das so irgendwie sein Ding. Ey. Ja. Ich habe letztens auf Sky lief irgendwie Ali G, wenn du den im Original guckst, also nicht mit der deutschen Synchronstimme, wer hat das damals gemacht? Mola Adebisi oder so, sondern wenn du da den im Original guckst, ist so göttlich, ey, ist so lustig. Ja, Borat 2 könnte gut werden, hoffe ich mal. Bin gespannt, und, ja. Mal gucken, weil das ist halt so, okay, das ist so eine Art, weiß nicht, so ein bisschen Guerilla-Documentary mit drin, also gerade bei dem ersten Borat war es halt so, der ist halt dann zu irgendwelchen Leuten hingegangen, hat sich da als Journalist irgendwie vorgestellt aus Kasachstan und hat sich da irgendwie die Welt erklären lassen und da hat er halt wirklich so auch irgendwelche Rednecks da befragt und so, das war schon ziemlich cool gemacht. Und also deswegen gerade in der heutigen Zeit, könnte gut werden. Ja, ich bin gespannt. Okay, dann jetzt Serie. Serien. Ein kleiner Hinweis, nicht zu Ted Lasso. Nein, aber ich habe einen kleinen Hinweis, denn ich bin gestern, wann war das? Vorgestern? Irgendwann die Woche, bin ich auf Join Plus unterwegs gewesen und mir ist mein Herz stehen geblieben, als ich sah, welche Serie es da jetzt gerade zum Streamen gibt. Und deswegen muss ich das jetzt an alle Hörer weitergeben, die genauso sehr Veronica Mars lieben wie ich. Denn die vierte Staffel, die es nie bei uns in Deutschland gab, die es nur im englischen Original auf Hulu oder wie auch immer das heißt, da in den USA gibt es jetzt in deutscher Synchro und natürlich im englischen Original
auf Join Plus, die vierte Staffel Veronica Mars. Gab's die nicht? Gab's die nicht irgendwo auf Prime Video oder so? Nein, nein. Nee, ich glaube auch nicht. Also auch nicht zu kaufen. Nein, nicht, dass ich wüsste. Okay. Auf jeden Fall ist sie jetzt im Stream, Join Plus. Sehr gut. Aber Join Plus kostet ja auch wieder Geld, ne? Ja, aber kostet ja nur 6 Euro im Monat. Kate, ich möchte im Namen aller beiden Hörerinnen und Hörer, die auch die Serie gucken, mich für den Hinweis bedanken. Sehr gerne. Nein, da gibt's viele. Ich habe die Serie direkt in einem Tag durchgebinged nochmal. Da gibt's viele, die es gucken. Täusch dich da mal nicht. Es ist eine super Serie. Ja, ich war ein bisschen traurig, dass sie die anderen Staffeln nicht auch haben, aber wahrscheinlich haben sie da einfach die Rechte nicht. Ist okay. Okay. Weil die vierte Staffel apropos ist ja... Apropos Superserie. Ist ja 15 Jahre später, nach den ersten Staffeln. Apropos Superserie. Ja, apropos Superserie. Am Freitag flatterte die letzte Folge Ted Lasso ins Haus. Die habe ich noch nicht gesehen. Oh mein Gott, du musst alles die klar angucken. Ja, liebe Hörer, das ist übrigens die letzte Folge mit Erik hier heute. Weil wer Ted Lasso nicht zu Ende geguckt hat, der darf hier eigentlich nicht mehr weitermachen. Ich nehme die guten Sachen auf, wenn ich in der richtigen Wofür Stimmung bin. Ach so. ich möchte Ted Lasso sagen, ist man immer in der Stimmung. Dass das Staffelfinale, weil es wird eine zweite Staffel geben und ich bin so dankbar dafür, das Staffelfinale hat nochmal so viel Emotionen bei mir rausgelöst. Erik, ich will nicht spoilern, deswegen sage ich nicht so arg viel. Okay. Nur, können wir mal im Kino drüber reden. Oh, zweimal. Geweint, ey. Zweimal hatte ich Pipi in den Augen. Es ist ganz toll. Es ist so unfassbar schön. Für mich eine der Top-Serien in 2020 auf jeden Fall. Ja. Danke an Jason Sudeikis für diese Serie und für Apple TV Plus, dass ihr das gemacht habt. Und danke, dass es weitergeht. Und bitte genauso. Kann ich einen kleinen Hinweis auch noch geben. Wir haben da in Fortsetzung Folge drüber gesprochen in dem Serien-Podcast und ja, konnte dann in der nächsten Folge dann hören bei Fortsetzung Folge. Die müsste jetzt diese Woche erscheinen irgendwann. Da hast du drüber gesprochen? Ja, wir reden ja alle drei dann immer drüber. Ah ja, okay. Also wir gucken die alle. Ja. Ja, ich werde es dann auf jeden Fall irgendwie heute noch nachholen, dann können wir morgen mal drüber sprechen. Ja. Cool. Ha, jetzt Rätselecke. Jetzt bin ich gespannt auf Harry Potter. Rätselecke. Ich mach's euch nicht ganz so schwer. Das ist nett. 9,5. Aber ihr müsst... auch Harald Elfriede Potter. Das wäre falsch. Ihr dürft nicht googeln. Was macht's, was passiert? Ich werde einen Teufel tun, hier nach Harry Potter googeln, dann kriege ich immer Ads aus dem Bereich. Okay. Meine Frage an euch lautet: Welches Datum haben J.K. Rowling und Harry Potter gemeinsam? Das Geburtsdatum. Ich habe irgendjemand tippen hören, da hat doch jemand gegoogelt. Der Chris hat, glaube ich, nur auf seiner Tastatur, damit es so klingt, als ob. Damit ja, nicht so. Okay. Weil das klang nicht also wie sinnvolles Antwort Tippen. Die Antwort ist grundsätzlich richtig. Aber welcher Tag ist es denn? Chris, das sollen wir jetzt alle Jahrestage hier. Na, welcher Tag? Ich meine, es gibt ja bloß 7 Tage erst. Ah, das genaue Datum. Oh. Wahrscheinlich der 9¾. September oder so. Nee. Nein, okay, das könnt ihr nicht wissen. Woher sollt ihr das auch wissen, ohne es rauszusuchen? Aber es ist tatsächlich, sie haben am gleichen Tag Geburtstag. Tete, das war ein schnelles Rätsel. Ich hab doch gesagt, ich mach's euch nicht zu schwer. Das war viel zu schwer. Ich google immer noch. Nächstes Mal gibt's doch Triple Pursuit-Fragen. Ich sag's euch. Jetzt möchtet ihr auch noch wissen, an welchem Tag. Komm, jetzt mach mal ein anderes Rätsel. Das war ja jetzt nix hier. 17. Oktober. Nein, 31. Juli. Weil was sollen sie denn sonst, was für einen Tag sollen sie denn sonst gemeinsam haben? Geheiratet hat er nicht, der Harry Potter, soweit doch ich weiß. Doch hat er. Seine Hermine. Doch hat er am Ende. Doch, er hat geheiratet und nicht die Hermine. Weißt du, was weiß ich. Das doch. Dann hat er Lord Voldemort geheiratet, ist mir doch egal. Nee, beim Voldemort hat er den Bellarabi gemacht, er hat ihm die Nase geklaut. Boah. Frage. Wie viele Horcruxe gibt es? Wie viel was? 4. Horcruxe. 10.
Das sind keine guten Fragen, weil da kann man nicht mit Ja und Nein Fragen so. Drauf kommen. Solltest du irgendwas... Warte, dann muss ich was anderes überlegen. Sind es drei? Ein, sieben, nein. Wahrscheinlich zwei, sieben, drei, oder? Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Offiziell ich sage, es sind sieben. Es sind tatsächlich typische sieben. Offiziell, sieben. Offiziell sind es tatsächlich aha. Sieben. Es wurden aber dann auszusehen acht. Aber das wusste Voldemort nicht. Und was sind das für Rucksäcke? Das sind Horcruxe. Und Horcruxe nennt man einen Gegenstand oder eine Person oder ein Lebewesen, in den man einen Teil seiner Seele hineinlegt. Aha. Also man spaltet quasi seine Seele in mehrere Teile und diese einzelnen Teile werden in Gegenstände oder eben in Lebewesen gesetzt und natürlich selbstverständlich dann auf der Welt verteilt und somit ist man unsterblich. Mhm. Deswegen konnte Voldemort auch nicht sterben. Spoiler. So. Und man muss quasi die Horcruxe zerstören, um dann zum Schluss den Endgegner zu töten. Okay. Ich möchte an dieser Stelle. Sieben Teile, beziehungsweise eigentlich acht, weil versehentlich Voldemort in Harry Potter einen eigenen Horcrux gelegt hat. Ihm aber nicht bewusst war. Ich möchte ganz kurz an der Stelle sagen, ich respektiere die Harry Potter Welt. Es ist eine Riesenwelt. Es gibt ganz arg viele Leute, die das megamäßig abfeiern, die das total mögen. Falsches. Deswegen werde ich da nichts Falsches sagen. Ich werde allerdings weiterhin nicht so ganz warm mit dem Zeug, mit dem Harry Potter Zeug. Deswegen, liebe Kate, kannst du hier 1000 Sachen dazu noch erzählen? Mehr wie ein Oho. Wirst du wahrscheinlich nicht ernten. Jetzt aber nochmal, ich respektiere das. Ich hatte diese Woche auch mit einer Schülerin aus Klasse 7 die Diskussion, die meinte, aber Harry Potter ist toll, haben Sie nicht auch sowas? Und ich meinte, ja, ich finde Star Wars ganz cool. Und Witz an der Sache war, sie hatte Harry Potter Socken an, ich hatte Star Wars Socken an dem Tag. Das ist so dazu. Und gegenseitig weißt du, Socken so hat gezeigt. Halt, ja, siehst du mal, Kate hat halt Harry Potter, ich habe Star Wars, Erik hat seine Pornos und dann ist alles gut. Also, so genau, läuft das halt. Alles spitze, genau. Ach, weil du gerade Star Wars sagst, ey, siehst du mal, neues Game, Star Wars Squadron, kann ich sehr empfehlen. Du hast ja, glaube ich, noch nicht getestet. Ah. Das ist so, kann ich ohne Übertreibung sagen, das ist so das, was ich mir immer gewünscht habe von einem Star Wars Spiel, dass man mal richtig schön rumfliegen kann und Raumkämpfe und so. Ich spiele gerade die als Böser natürlich, als Darth hier, als die T-Fighter-Mission und so. Oh, das macht so einen Spaß. Da gab es früher ja. Gab so ein ganz altes Star Wars Spiel irgendwie auf dem Amiga, wo man dann so mit Vektorgrafik hier so Striche da irgendwie das in den Lüftungsschacht reinschießen musste. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, wenn das mal richtig geil aussehen würde. Und ach, ja, ich bin. Ja, mein bester Freund in Korea spielt das auch, allerdings komplett mit Virtual Reality. Und der das ist natürlich das dann nochmal die, wenn du dich dann noch umgucken kannst und so. Kleiner Hinweis aber für alle, die das jetzt anfangen mit Spielen, die auch gerne mal Flugsimulationen und sowas spielen. Die Steuerung, die ist, wenn man das startet in der ersten Version, ist die auf, ich nenne es mal Arcade gestellt. Das heißt, wenn man nach oben drückt, dann geht das Raumschiff auch nach oben. Also genauso, es soll eigentlich umgekehrt sein bei einem Flugsimulator, ne? Weil wenn man nach hinten zieht, geht es dann normalerweise nach oben. Und man kann das aber dann umstellen, aber erstmal nach der ersten Tutorial-Mission. Das ist ein bisschen blöd, weil ich dachte schon, boah, ich war schon nahe dran, das Ding wegzuhauen. Ja, jedes Mal, wenn ich nach unten gezogen habe, ist das Ding auch nach unten gegangen. Das wollte ich nicht. Ja, also sehr empfehlenswert. Star Wars Squadron für PlayStation erhältlich. Das neue FIFA ist wohl nicht so empfehlenswert, ne? Wieso? Ich habe es noch nicht. Ist noch nicht da. Aber die die Dings haben hier, die können das ja schon spielen, ne? Die ja, aber hier, Gregor Kobel vom VfB, hast du gesehen? Genau, der aber gut, sowas ist ja schnell geändert. Ich meine, gerade Aufsteiger ist ja meistens so gewesen, dass die Aufsteiger noch nicht so, ist ja immer je höher die Klasse, also Bundesliga, Premier League und so weiter, die sind immer am detailliertesten. Die in der Champions League spielen, am allerdetailliertesten und ja, das wird dann bestimmt noch nachgebessert, ja. Naja, muss, aber das ist okay. Ein Klassiker. Also. Chris, hast du das jetzt mehr oder weniger erraten mit dem Geburtstag, wenn wir das jetzt mal als Rätsel nehmen? Das heißt, du bist nächstes Mal. Wir haben auch beides gleichzeitig das gesagt, oder? Ja, aber du hast noch die sieben Horcruxe rausgekriegt. Ja! Du hast doch die Rucksäcke rausgekriegt hier. Horcrux! Ach, Horcrux! Ach so. Okay. Ja, Zahlen sind schwer zu erraten, weil da kann man sich nicht mit Ja- oder Nein-Fragen dran nähern. Ja, ich überlege was Neues. Ja,
Mal sehen, aber erstmal musst du das nächste Mal gewinnen, damit du dir eins überlegen kannst. Und wenn da jetzt eine Star Wars-Frage kommt. Na gut. Ich kenne mich sehr gut aus in der Welt des Star Wars. Ah, sehr gut, sehr gut. Barnum ist bei den Filmpostern auch einige schöne dabei. Aber gut, das wolltet ihr ja nicht hören, sondern wir gehen jetzt mal. Ich wollte das hören, der Chris hat dich geärgert, nicht ich. Wir gehen jetzt mal in die Musiktipps. Fake rein. News. Music. So, ich sehe. Wann geht's denn heute um Filmposter? Ich sehe, der Chris und ich, wir haben beide aus demselben Film einen Song genommen. Aus dem Sneakfilm. Aus Vergiftet Wahrheit von Creed with Arms Wide Open genommen. Und ich habe aus demselben Film das, was im Abspann kommt, nämlich von Johnny Cash, I Won't Back Down. Ja, wäre sogar meine zweite Wahl gewesen. Ja. Ich habe den Film nicht gesehen, deswegen habe ich aus dem Film keinen Song gewählt. Ich habe mir einen, für mich finde ich, sehr herbstlichen Song ausgewählt, weil draußen wird es immer kühler, weniger, es wird immer bunter. Ich habe mir das Strickjäckchen von der Taylor Swift ausguckt. Das ist von ihrem Folklore-Album. Folklore heißt das tatsächlich. Der Song Cardigan. Okay. Aber Taylor ist doch übersetzt der Schneider, oder? Also Schneider Swift. Swifty, get Swifty. Get Swifty, yeah. So, ich pack das mal jetzt drauf. Oh, das Cover sieht doch schon sehr herbstlich aus hier, was ich sehe bei Spotify. Es ist ein Album, was komplett aus der Reihe tanzt. Es heißt ja auch Folklore, aber es ist auch ein Folklore-Album. Also es ist was ganz anderes, als das, was sie bisher gemacht hat. Ich wäre jetzt überrascht, wenn das Folklore heißt. Sie meint, es liegt an der Corona-Isolation. Isolation, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Egal. Okay. Ich finde das Album sehr schön. Es ist aber sehr melancholisch, sehr weich, sehr herbstlich. Okay. Wann lief eigentlich der Creed-Song? Lief der im Film mal? Oder? Ich glaube, ja. Ja? Muss ja. Also er ist auf jeden Fall auf der Liste drauf. Deswegen. Muss ich nochmal gucken. Den Film hilft ja nichts. Ich muss den auch mal gucken, bitte. Ich möchte den auch sehen. Okay, dann habe ich jetzt gerade die ganzen Sachen alle mal draufgepackt auf unsere Kinocast-Songs-Playlist auf Spotify. Könnt ihr gerne abonnieren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Dann habt ihr eine bunte Mischung aus allen möglichen Musikrichtungen. Und vielen Dank an alle, die uns auf diverse Weisen unterstützen. Also sei es nun über Auphonic-Spenden, Guthaben-Spenden oder Patreon, unsere Patreons, unsere Patronen, die uns da unterstützen. Und vielen Dank auch an alle, die das immer wieder teilen auf Twitter, auf Facebook, wenn es eine neue Sendung gibt. Und sagt ruhig weiter, dass es den Kinocast gibt. Und für alle, die sich für Kinofilme interessieren, dann, dass wir ein paar mehr Hörer bekommen. Vielen Dank euch beiden. Ich will noch was sagen. Mir ist gerade noch eingefallen, ich möchte mich noch bei der Peggy bedanken. Die Peggy ist eine Hörerin von uns und die hat mir eine E-Mail geschrieben aufgrund meines Aufrufs für Serienempfehlungen. Ich habe mich sehr über deine E-Mail gefreut. Ich habe dir ja auch geantwortet, Peggy. Und irgendwie habe ich dank deiner Mail jetzt Lust, wieder Supernatural zu gucken. Danke, Peggy. Kannst du das irgendwie mit uns dann vielleicht das nächste Mal teilen, was da die Empfehlungen waren? Das wird vielleicht jetzt dann doch mal... Ja, ich kann euch die E-Mail gerne weiterleiten. Nee, ich meine, nächstes Mal in der Sendung kannst du ja mal dann die Serienempfehlung, die Peggy uns geschickt hat oder dir geschickt hat. Ja. Ach so, das ist geheim, das darf niemand anders, dann musst du es für dich behalten, okay. Eine E-Mail. Ansonsten, vielleicht ist ja was jemand anders vielleicht auch interessiert. Oder? Ja, es ist nicht so viel drin, aber ich glaube, das ist eher Mädchensachen. Okay. Wir haben ja nur männliche Hörer. Nein. Nein? Okay. Nein. Also, dann versuche ich zum zweiten Mal jetzt hier einen Knopf dran zu machen. Dann vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Bis morgen oder bis nächste Woche. Tschüss. Bis morgen. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.